Aber na gut, solange wie sie jetzt schon hier schreiend rumläuft, fragen wir mal, was sie will. Stehen. Du siehst eine hübsche, junge Frau. Ihr Haar ist unordentlich und das Oberteil ihres Kleides ist zerrissen. Sie sieht sich verzweifelt um und bemerkt dich dann. Sei gegrüßt. Sie läuft auf dich zu und packt deinen Arm. Du bemerkst, dass ihr Kleid vorne mit Blut befleckt ist. Hilf mir, Schleifer, bitte. Sie töten meine Schwester. Sie fängt an deinem Arm zu ziehen. Wir wollen eigentlich nicht in sowas reingezogen werden. Aber vielleicht bekommen wir so etwas über uns heraus. Also fragen wir mal, wer? Sie blickt wild um sich. Dieser betrunkene Mann, der uns vor einer Taverne gefolgt ist. Wir dachten, er wäre nicht gefährlich. Bitte, Schleifer, wir haben keine Zeit mehr. Hilf uns. Moment. Erst hast du gesagt, sie bringen deine Schwester um und jetzt sagst du, er bringt sie um? Was stimmt denn jetzt? Sie starrt dich an und weiß nicht, was sie sagen soll. Ich bin außer mir. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie wirft einen Blick auf die Blutflecken auf ihrem Kleid. Bitte hilf mir, Schleifer. Warum guckt sie auf das Blut? Schauen wir mal nach, was es damit auf sich hat. Du siehst hinunter auf ihr Kleid und betrachtest das Blut. Obwohl es echt zu sein scheint, ist es vollständig getrocknet. Es muss Stunden alt sein. Ja, sie läuft ja schon eine ganze Weile hier rum. Das Blut ist Stunden alt. Was führst du im Schilde? Du siehst, wie sie einen kurzen Blick auf die Blutflecken wirft. Dann sieht sie wieder dich an. Du glaubst, einen leichten Anflug von Nervosität in ihrer Stimme zu hören. Du irrst dich, Schleifer. Bitte hilf mir. Meine Schwester liegt im Sterben, während wir hier zögern. Jetzt können wir ihr den Tod androhen, wenn sie uns nicht sagt, was wir wollen. Oder wir können so tun, als ob wir sie töten wollen würden. Nee. So wie die uns hier hinter der an der Nase herumführt, hat sie auch den Tod verdient. Also, du führst doch was im Schilde. Sag mir, was los ist, oder ich töte dich. Sie sieht dir in die Augen. Dann schaut sie auf die Narben, die deinen Körper bedecken. Sie schluckt nervös und sieht, und du siehst, wie sie blass wird. Ich soll Leute in eine Gasse in der Nähe locken. Dort warten sie, um dir deine Klimper abzunehmen. Sie sieht dich ängstlich an. Noch mehr Schläger. Davon laufen hier echt viel zu viele rum. Ich möchte dir einen Rat geben. Sie schaut dich schweigend an und nickt an. Such dir nicht jemanden wie mich als Opfer aus. Nimm irgendeinen betrunkenen Depp, der aussieht, als hätte es noch nie in seinem Leben einen Kampf gesehen. Denn wir haben eine große, schwere Axt und überall Narben. Dazu sind wir noch knapp 2 Meter groß. Sie nickt einmal kurz. Und pass auf, dass er aussieht, als nenne er mehr als ein paar Münzen sein eigen. Und jetzt verschwinde. Sie nickt kurz und weicht dann zurück. Sie zögert einen Moment und dreht sich dann um zu gehen. Danke, Schleifer. Sie rennt davon. Ja, also diese Jungfrau in Not, die hier stundenlang im Kreis gelaufen ist, wollte einfach nur irgendeinen Depp haben, um den in die Gasse zu locken. Aber das kam uns alles zu leicht von der Zunge. Also die Tipps, die wir gegeben haben, wen sie sich jetzt aussuchen soll als Opfer. Vielleicht waren wir ja mal ein Dieb. Also höchstwahrscheinlich waren wir schon mal ein Dieb, aber vielleicht sind wir das ja öfters gewesen. Oder es gehört zu unserem wahren Ich. Fragen über Fragen. Aber eigentlich wollten wir uns gerade keine Fragen stellen, sondern wir wollen immer noch den Arbeiter von Kradok suchen. Und möglichst in keine Schleifer mehr reinlaufen. Keine Schläger. So, hier haben wir überall Prostituierte. Einen wütenden Bewohner des Stocks. Jedenfalls sieht er wütend aus. Bleib mal stehen. Du siehst einen Mann in alten, zerlumpten Kleidern. Als du auf ihn zugehst, macht er einen Bogen um dich und geht weiter. Hey, einen Moment mal. Der Mann ignoriert dich. Er geht jetzt schneller. Hey, einen Moment mal. Er dreht sich um und schielt kurz nach rechts und links, um zu sehen, ob du irgendwelche Freunde bei dir hast. Er zieht einen Dolch. Mach, dass du hier wegkommst oder ich jag dir das Ding zwischen die Rippen. Er ist ganz schön dreist.
Wir wollten ihn nur anhalten und was fragen. Na gut, den hauen wir um. Verdammt! So, das war jetzt hoffentlich was Wichtiges, was du mir hättest machen müssen. Einen rostigen Dolch, nee, den lassen wir liegen. Es gibt schon sehr viele... Da ist noch so einer, der so grimmig reinguckt. Na gut, aber wir sollten jetzt nicht jeden umbringen, der sich grimmig gebärt. Schauen wir uns weiter um. Schon gut. Aber ja, hier in Siegel sind sehr viele komische Leute. Hier sind überall nur Schläger. Ein Sammler, noch mehr Prostituierte. Was hatten wir denn hier für ein Gebäude? Also in der Mitte war die schwelende Leiche, da waren wir schon drin. Auch wenn wir uns noch nicht zu Ende umgeguckt haben. Dann haben wir hier irgend so eine Art Lager. Da war eine angemalte Tür, wo wir beinahe gegengelaufen wären. Und hier ist Fels-Tätowierladen. Was ist denn da drin? Na gut, gucken wir uns erstmal kurz im Lager um. Obwohl wir da schon einmal drin waren. Nee, waren wir doch nicht. Überall Kisten. Schon gut. Ja, verständlich, wenn es ein Lager ist. Hm? So, aber nichts wirklich zu holen. Oh, wer bist denn du? Dieser Mann bewegt sich von einer Kiste zur nächsten, zählt irgendetwas und kritzelt das Ergebnis auf ein Stück Pergament. Er ist so sehr in seine Arbeit vertieft, dass er ein verärgertes Gesicht macht, als du ihn unterbrichst. Was ist denn? Siehst du nicht, dass ich gerade Inventar mache? Such dir ein anderes Opfer. Hm, na gut, ich wollte dich nicht stören. Leb wohl. Aber er hat gesagt, dass er Quatra heißt. Oh, dem hätten wir eigentlich die Kiste bringen sollen. Na gut, dann verdrücken wir uns mal ganz schnell von hier. Schon gut. Wenn wir den Ausgang finden, da. Also ja, ihm hätten wir die Kiste gegeben, wo dieser riesige Rubin drin war. Also hätten wir quasi den Rubin verschenkt. Das muss ja nicht unbedingt sein. Hier waren die beiden Streithähne, wo die Schwester sich Sorgen gemacht hatte. Erledigt. Ah, wie sollen wir den Arbeiter bloß finden unter all diesen Leuten? Also ja, wir könnten erstmal eine Schläger umbringen, dann wäre hier nicht mehr ganz so viel los, aber es ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Zumal wir immer noch recht viele Wunden haben von unserem letzten Kampf. Hier ist ein Betrunkener. Kradok meinte ja, dass sein Arbeiter gerne mal einen über den Durst trinkt. Du, bleib stehen. Nö, der will nicht reden. Mit ihm hatten wir aber auch schon gesprochen. Er wollte nicht wirklich reden. Das heißt, der kann es auch nicht sein. Aber wenn wir jemandem sagen, dass sein Chef tierisch stinkig auf ihn ist. Oh, wer bist denn du? Also wenn wir jemandem sagen, dass sein Chef tierisch stinkig auf ihn ist, dass es vollkommen egal, ob man betrunken ist oder nicht, dann kriegt man gleich große Augen. Du da, bleib stehen. Du siehst einen dünnen Mann mit fleckiger Kleidung, Hakennase und zwei gedrungenen Hörnern auf der Stirn. Er stolpert umher und murmelt vor sich hin. Er stinkt nach Salzwasser, erbrochenem und billigem Wein. Ja, also schon mal einen Trunkenbold, das ist richtig. Bist du Gilei? Wenn ja, dann brauchte ich Kradok zurück auf den Marktplatz. Kradok? Der Mann reißt die Augen auf. Ah, Kradok, mein großzügiger Boss. Also du kannst ihm bestellen, dass er mich annervt. Und dass er ein räudiger Hund ist. Ein Schweinehund der übelsten Sorte. Und dass Gilei nie mehr für ihn arbeiten wird. Er sticht dich mit dem Finger. Sag ihm das. Okay, das ist eine interessante Reaktion. Ich werde es ihm sagen. Aus der Ferne. Leb wohl. Na gut, mal gucken, wie Kradok auf diese Nachricht reagiert. Denn er war ja noch größer als wir und hatte noch eine größere Waffe. Hier sind wir wahrscheinlich am schlimmsten Ort in Siegel zur So, sind wir jetzt in der Nähe des Marktplatzes? Nein, wir sind in der Nähe der Staubmenschenbar. Also, gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück.
und gehen Richtung Südwesten. Da müsste der Markt gewesen sein. So. Und irgendwie haben wir es im Blut, dass wir keine großzügige Belohnung dafür bekommen werden. Ah, noch ein Schläger. Na gut, den greifen wir mal an. Er ist allerdings alleine. Da dürfte er nicht allzu viel Schaden anrichten können. Na, also fast gar keinen. Das nehmen wir mit. Das können wir immer gebrauchen. Und sind wir beim Marktplatz? Ja, fast. Hier hoch. So, Kradok da. Großer böser Mann. Du triffst auf Kradok. Seine Miene hat sich noch mehr verfinstert, seitdem du das erste Mal gesehen hast. Er schaut so grimmig drein, dass sein Gesicht kurz davor ist, in zwei Teile zu zerfallen. Ich habe Gilei gefunden. Stimmt das? Kradok schaut umher. Wo ist er denn? Also ja, wir könnten ihm jetzt die Wahrheit sagen. Das wird er bestimmt nicht mögen. Und er gibt uns dafür auch keine Belohnung. Oder wir lügen. Sagen wir, dass wir seine Arbeit machen, dann kriegen wir vielleicht seine Bezahlung. Also die Gila eigentlich bekommen würde. Er hat gesagt, dass ich für ihn einspringen soll. Mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Kradok betrachtet dich einen Moment lang aufmerksam. Du? Ha! Du könntest doch nicht. Plötzlich verstummt er. Tja, vielleicht kannst du ja doch. Das ist harte Arbeit und kein Trinken unter meiner Aufsicht. Selbst wenn wir ganz, ganz viel trinken würden, das würdest du nicht mitbekommen. Verstanden. Machen wir uns an die Arbeit. Die Arbeit dauert lange. Doch am Ende der Schicht bist du überhaupt nicht müde. Als du fertig bist, grunzt Kradok dich an. Du hast gute Arbeit geleistet. Hier ist dein Lohn. Er wirft dir eine Handvoll Münzen hin. Jetzt zisch ab. Wir haben keine Verwendung mehr für dich. Und was ist mit dem Lohn dafür, dass ich Shilais Botschaft übermittelt habe? Kradok grunzt, fasst in seinen Geldbeutel und zählt dann 10 Kupfermünzen ab, die er dir hinwirft. Da hast du deinen Lohn. Jetzt zisch ab. Ach, 10 Kupfermünzen. Das ist echt nicht viel. Aber gut. Wir haben ein bisschen was dazu verdient und wir haben festgestellt, dass uns Arbeit nicht wirklich belastet, egal wie lange sie dauert. Verschlossen. Oh, hier könnten wir eine Kiste aufbrechen, aber mitten auf dem Marktplatz kommt das wohl nicht so gut an. Na gut, wo wir schon hier auf dem Marktplatz sind. Oh, wir haben so viel Zeug. Aber das wollte hier keiner haben. Das ist echt ärgerlich. Obwohl, wir schauen noch kurz beim Waffenhändler rein. Wir wollen Handel treiben. Was sagt Mord, will Handel treiben. Ah, das Silberarmband können wir verkaufen, den Kupferohrring, den auch. Das ist doch schon mal super. Das war eine Belohnung gewesen. Ja, die kann weg. Verkaufen und den Rubin behalten wir auf jeden Fall. Der Dolch kann aber weg. Das kann weg, das kann weg. Die können auch weg. Oh, schön, schön. Haben wir wenigstens ein bisschen mehr Platz. Aber gut, speichern wir nach getaner Arbeit erstmal wieder ab. LP 15.